Willkommen, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um die Beschaffungsmarktforschung und ich möchte wieder mit einer Mindmap arbeiten. Zunächst einmal klären wir den Begriff, also was ist Beschaffungsmarktforschung? Ja, und immer wenn wir gefragt werden, was ist etwas, wird es ein bisschen gefährlich, denn da kann man sich schlecht etwas Konkretes vorstellen. Ist es ein Hilfsverb? Und es ist besser, wenn man dieses ist durch ein Vollverb ersetzt. Also was ist Beschaffungsmarktforschung? Was macht Beschaffungsmarktforschung? Womit hat Beschaffungsmarktforschung zu tun? Was ist die Aufgabe von Beschaffungsmarktforschung? Das sind alles Begriffe, mit denen man herumspielen sollte, um das zu klären. Ein Schlüsselwort, auf das wir stoßen, ist Informationen besorgen. Ja? Beschaffungsmarktforschung ist das Besorgen von Informationen oder kümmert sich um die Beschaffung von Informationen. Jetzt ist die Frage, worüber? Über Beschaffungsmärkte. Wie das Wort verrät. Ja. Also Forschung können wir verknüpfen mit Informationen. Informationen über Beschaffungsmärkte. Ja. So kann man sich das merken. Also Informationen besorgen über Beschaffungsmärkte. Welche Beschaffungsmärkte? Man kann sagen aktuelle, aber auch zukünftige. Ja, es gibt viele Märkte, die verdienen ihr Geld über den Einkauf und sind bestrebt, günstiger einzukaufen. Und deswegen gibt es dort auch immer wieder Verschiebungen von aktuellen Lieferanten zu neuen Lieferanten auf neuen Beschaffungsmärkten. Also Informationen besorgen über aktuelle und zukünftige Beschaffungsmärkte und diese Informationen systematisch aufbereiten. Ja, Informationen besorgen und systematisch aufbereiten, Informationen über aktuelle und zukünftige Beschaffungsmärkte. So könnten wir hier verknüpfen. Und jetzt ist die Frage, welche Informationen genau? Wir haben jetzt nur ganz grob gesagt über Beschaffungsmärkte. Aber welche Informationen? Informationen über. So, und das ist jetzt die Frage, was muss ich wissen auf dem Beschaffungsmarkt? Ich muss etwas wissen über Qualität, über Preise, Preise und auch Preisveränderungen. Ja, wenn man auf Rohstoffmärkten einkauft und es Signale gibt, dass bestimmte Rohstoffe teurer werden aufgrund irgendwelcher Spekulationen oder sonst irgendeiner Entwicklung, dann ist es vielleicht sinnvoll, jetzt zu kaufen oder jetzt gerade nicht zu kaufen, wie auch immer. Qualität, Preise, Preisveränderungen, Volumina, wie viel kann man bekommen? Und natürlich über Lieferanten. Und hier schreibe ich jetzt mal Profile, denn das leitet im Grunde schon über zu der nächsten Frage, was muss ich wissen dann über die Lieferanten? Und das ist natürlich auch wieder eine ganze Menge. Da muss ich was wissen über die Bonität. Ich muss was wissen über die Konditionen. Ich muss vor allem etwas wissen über die Zuverlässigkeit. Ja, und so weiter und so weiter. Na, das ist jetzt nicht unbedingt Gegenstand dieses Videos, aber Sie sehen, wie hier die Verknüpfungen sind. Ja, also Beschaffungsmarktforschung. Der Begriff Forschung führt uns zu dem Begriff Information. Information über den Beschaffungsmarkt, ja, wenn wir Forschung einfach durch Information ersetzen, und zwar aktuelle und zukünftige.
Und welche Informationen, damit sind wir hier, Qualität, Preise, Preisveränderungen, Volumina, das heißt, wie viel Menge bekomme ich auf diesem Markt? Ja, manchmal ist es so, dass bestimmte Märkte nicht genug hergeben. Ja, Volumina. Und dann sind wir bei den Lieferanten. Ich habe hier nur den Oberbegriff gewählt, Lieferantenprofile, aber man kann das dann wieder hier detaillieren, so wie ich es kurz angedeutet habe. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.